Marvins Eltern in der Pubertät. Sie haben den Spieß einfach umgedreht, weil sie wissen, dass ihr Sohn schon aus Opposition genau das Gegenteil davon macht, was zu Hause vor sich geht. Marvins Eltern in der Pubertät. Sie knacken Streifenwagen und rasen damit rum. Sie klauen Marvins Taschengeld und stellen sich danach dumm. Sie hören diese Woche Techno und die nächste Woche Punk. Sie überfallen nicht, nein, schlimmer, sie gründen eine Bank. Sie essen bei McDonald's, sie leben polygam. Sie machen einen Flugschein, konvertieren zum Islam. Sie tragen eine Waffe, tätowieren sich den Hals. Sie brüllen nachts Parolen, trinken Rotwein aus der Pfalz. Das sind Marvins Eltern in der Pubertät. Mit erzieherischer Kreativität vertreten sie die Theorie, die sagt, die Kinder wollen nie wie ihre Eltern sein, weil dies Problem naturgemäß entsteht. Marvins Eltern in der Pubertät. Sie kiffen auf dem Schulhof, sie reden um Slang, kassieren beim Döner Schutzgeld mit ihrer Gangstergang. Sie knallen mit der Tür und laufen eine Woche weg. Sie gehen sogar zum Fasching, ist ja für einen guten Zweck. Das sind Marvins Eltern in der Pubertät. Mit ihrer ausgefallenen Pädagogität schlagen sie alles kurz und klein, gemein auf seinen Lehrer ein. Sie wollen ein schlechtes Vorbild sein, damit es sie mal besser geht. Marvins Eltern in der Pubertät, sie überfahren Igel. Marvins Eltern in der Pubertät, sie sind nicht streng, doch riechen so. Sie fälschen Doktorarbeiten. Dankeschön. Vielen Dank.